Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, wa rahmatullahi wa barakatuh. Für viele Muslime ist der Monat Muharram nichts anderes als der erste Monat im neuen islamischen Jahr und daher feiern sie in diesen Monat hinein. Für andere Muslime ist der Monat Muharram jedoch ein Monat der Trauer, denn sie gedenken in ihm der Ermordung des Herrn der Märtyrer Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wa salam alayh, der niemand anderes war als der Enkel des Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alayhi wa alayh, der im Jahre 61 nach der Hijra mit seiner Familie und einer großen Anzahl von Gefährten ermordet wurde. Und zwar von dem damaligen umayyadischen Khalifen Yazid ibn Muawiyah bzw. seiner Armee, die angeführt wurde von Umar ibn Sa'ad. Und heute stellen wir euch 10 Dinge vor, die ihr auf jeden Fall im Monat Muharram tun solltet. Daher schaut euch das Video in Ruhe an und wir wünschen viel Segen und Erkenntnis dabei. Das erste, was man in diesem Monat machen kann, ist Fasten. Und zwar ist es empfohlen, am 1., am 3. und am 7. Tag des Monats Muharram zu fasten. Und hierbei handelt es sich natürlich um ein Mustahab-Fasten, also um ein empfohlenes Fasten und kein Pflichtfasten, wie es beispielsweise im Monat Ramadan war. Und sollte jemand verpflichtende Fastentage nachzuholen haben, so muss er natürlich erstmal die Pflichtfastentage nachholen, bevor er Mustahab-Fasten machen kann. Aber es ist kein Problem, gemäß der Gelehrten, dass man beispielsweise die Pflichtfastentage nachholt, jetzt in dem Fall am 1., 3. und 7. im Monat Muharram und Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass er auch den Lohn für das empfohlene Fasten bekommt. Aber häufig wird die Frage gestellt, was ist mit dem Fasten am 10. Tag des Monats Muharram, also an Ashura? Ist das Fasten dort gestattet? Die Antwort der Großgelehrten besagt, dass das Fasten am 10. Muharram, also an Ashura, stark verpönt ist. Es ist nicht haram, es ist stark verpönt. Man sollte also an diesem Tag nicht fasten, denn es wird überliefert und berichtet, dass an diesem Tag die Feinde Gottes gefastet haben aus Dankbarkeit darüber, dass der Herr der Märtyrer Imam al-Hussein ermordet wurde. Was soll man stattdessen am 10. Muharram tun? Die Gelehrten sagen, man soll sich vom Essen und Trinken fernhalten bis zur Mittagszeit. Und nachdem man das Nachmittagsgebet verrichtet hat, soll man einen Schluck Wasser trinken. Wie gesagt, dies alles ohne die Absicht des Fastens. Aber all diese Überlieferungen von wegen, Yunus wurde aus dem Bauch des Wals am 10. Muharram errettet und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Arche von Noah am 10. Muharram errettet und Allah hat die Reue von Adam am 10. Muharram akzeptiert und was auch immer erfunden wurde für den 10. Muharram, diese Überlieferungen sind allesamt Lügen, die von den Feinden der Ahlul Bayt erdichtet worden sind, damit man das Ereignis von Karbala, das Ereignis um Imam al-Hussein in Vergessenheit geraten lässt und damit man einen Grund zum Feiern hat. Dementsprechend geziemt es sich nicht, dass man am 10. Tag feiert, sondern dies ist ein Tag der Trauer und der Monat Muharram und vor allem der 10. Tag des Monats Muharram gehört niemandem außer Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wassalam alayhi. Deswegen klärt gerne darüber die anderen Geschwister auf, die nicht davon Bescheid wissen, vor allem unsere sunnitischen Geschwister, die tatsächlich am 10. Muharram auch feiern, aus Unwissenheit, weil sie denken, diese Ereignisse von der Errettung Noah sind tatsächlich am 10. Muharram passiert. Klärt diese auf, der 10. Muharram und allgemein der Monat Muharram gehört niemandem außer Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wassalamu alayhi. Zweitens, verstehe die Geschichte. Wir müssen den historischen Kontext kennen, wieso es zu der Schlacht überhaupt kam. Weshalb hat Imam al-Hussein a.s. Medina verlassen? Weshalb wollte er nach Kufa? Wie ist er nach Karbala gekommen? Wann ist er in Karbala angekommen? Wie hat sich die Schlacht entwickelt? Und so weiter und so fort. Wir müssen also den historischen Kontext kennenlernen. Und wir haben dazu auch ein Video erstellt letztes Jahr, die Schlacht von Karbala in 10 Minuten. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Wir setzen den Link in die Infobox, also in die Videobeschreibung, inshallah. Und es gibt natürlich auch zahlreiche Bücher zu dem Thema, wie beispielsweise Reise der Tränen oder das Buch, was wir jetzt vor kurzem veröffentlicht haben, Die Liebe von Ashura. Und in diesem Buch sind beispielsweise auch die historischen Ereignisse aufgeführt, vor allem am 10. Muharram, was danach geschehen ist. Wir sollten also in diesem Monat nochmal unser Wissen zum historischen Kontext aktualisieren bzw. erweitern und auffrischen. Drittens, verstehe die Botschaft. Viel wichtiger als der historische Kontext ist natürlich die Botschaft von Imam Hussein a.s. zu verstehen. Eines der Geheimnisse, weshalb die Angelegenheit von Imam Hussein bis heute noch aktuell ist und bis zum Tage der Auferstehung noch aktuell bleiben wird und niemals in Vergessenheit geraten wird, ist, dass es sich um eine universelle Botschaft handelt. Eine Botschaft von Gerechtigkeit,
eine Botschaft von Recht gegen Unrecht. Und dies wird es zu jeder Zeit geben. Es wird keine Zeit geben, wo das Böse oder die Ungerechtigkeit nicht auf dieser Welt lauert. Deshalb, genauso wie wir die Geschichte verstehen, müssen wir auch diese Aspekte auf die heutige Zeit anwenden. Genauso wie es damals einen Jesid gab, gibt es auch heute einen Jesid. Genauso wie es damals einen Umar ibn Sa'ad gab, gibt es auch heute einen Umar ibn Sa'ad. Das heißt, wir müssen in erster Linie auch die Unterdrücker unserer heutigen Zeit erkennen und genauso auch die Freunde und die Unterstützer Gottes in dieser Zeit erkennen. Genauso wie Imam al-Hussein zahlreiche Gefährten hatte, die auf seiner Seite standen und die Wahrheit und die Botschaft verteidigt haben, genauso gibt es auch heute diese Menschen, die die Wahrheit stets verteidigen. Deswegen dürfen wir uns nicht zu Hause einschließen, unsere Augen komplett verschließen vor dem, was auf der Welt passiert, denn hätte Imam al-Hussein a.s. sich nicht um die Belange der Muslime gekümmert, so wäre er in Medina geblieben und hätte keinerlei Erschwernisse gehabt. Aber weil er sich für die Muslime eingesetzt hat, weil er sich für die Botschaft seines Großvaters Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi eingesetzt hat, hat er diese Reise angetreten und fand das Martyrium. Und dies ist eine große Botschaft und eine große Lehre für uns in dieser heutigen Zeit. Viertens, weine und trauere um Imam al-Hussein alaihi salam. Diese Zeit ist eine Zeit der Trauer und eine Zeit des Kummers. Daher sollten wir uns vor solchen Ereignissen wie beispielsweise Spieleabende oder Geburtstage, wo ausgiebig gefeiert wird, oder Hochzeiten, wo es eine große Party, sage ich mal in Anführungszeichen, gibt, definitiv fernhalten. Ja, eine Eheschließung im islamischen Sinne ist absolut kein Problem. Und diese Frage kommt auch immer wieder, darf man denn Katbik Tab, also sich islamrechtlich heiraten, darf man das in Muharram? Ja, dagegen spricht nichts. Die Eheschließung ist auch etwas Empfohlenes. Man soll aber keine große Party mit Musik draus machen, was man generell nicht draus machen sollte, aber speziell noch in diesem heiligen Monat in Muharram. Und die Imame der Ahlul Bayt, alayhi salam, haben stets in diesem Monat getrauert und geweint. Und Imam Rida, alayhi salam, berichtet beispielsweise über seinen Vater, Imam al-Kadhim, dass er, sobald der Monat Muharram angefangen hat, nie lächelnd gesehen wurde. Und es war ein Monat des Trauerns und ein Monat des Kummers für den Imam a.s. Und genauso erging es den gesamten Ahlul Bayt a.s. Und sie sind unsere Vorbilder. Und deshalb sollten auch wir uns Zeit nehmen, um Imam Hussein a.s. zu weinen, Majalis anzuhören, die Tränen fließen zu lassen, mit unserem Geist nach Karbala zu gehen und dort die Ereignisse mit unserem spirituellen Auge nochmal zu betrachten. Und diese Angelegenheit erweicht das Herz. Das heißt, das Weinen um Imam al-Hussein erweicht die Härte des Herzens. Und das Herz wird wieder weich und wird lebendig durch die Tränen um Imam al-Hussein a.s. Deshalb sucht euch also die Möglichkeit, Majalis zu hören, auch in eurer Sprache natürlich, damit ihr mehr involviert seid in die Geschehnisse, und vergießt eure Tränen um Imam al-Hussein a.s. Fünftens, spende Blut. Speziell im Monat Muharram organisieren überall auf der gesamten Welt die Muslime, speziell die Anhänger der Rechule der Ahlul Bayt, alayhi salam, Blutspendeaktionen. Das sehen wir hier in Deutschland, das sehen wir im Libanon oder im Irak oder andere Länder. In Berlin gibt es diese, in NRW gibt es auch viele Veranstaltungen, speziell zum 40. wo dann zur Blutspende eingeladen wird. Und das ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, auch die Angelegenheit Imam Hussein alayhi salam an die Menschen weiterzugeben. Und sollte es in deiner Nähe keine Blutspendeaktion geben, dann tue dich gerne mit einigen Brüdern zusammen, die Schwestern tun sich mit den Schwestern zusammen und startet selber etwas in eurer Stadt. Schreibt gerne die Vereine an, die so etwas Jahr für Jahr organisieren. Holt euch die Tipps, holt euch das Know-how von diesen Vereinen und macht selber so etwas in der Stadt. Denn alles hat mal mit einer kleinen Gruppe angefangen. Alles hat mit einer kleinen Gruppe angefangen und diese kleine Gruppe kannst du für deine Stadt sein und so etwas dann Jahr für Jahr neu initiieren und aufrechterhalten, inshallah. Sechstens, besuche Majalis und sei anwesend. Wenn es in deiner Nähe einen Majlis, also eine Präsenzveranstaltung gibt, dann versuche auch physisch dort anwesend zu sein. Halte dich an die gegebenen Hygieneregeln und sei dort anwesend. Die Online-Programme sind kein Ersatz für solche Veranstaltungen. Die Online-Programme sind alternative Möglichkeiten für Leute, die keine Moschee oder die keine Veranstaltung in der Nähe haben. Solltest du aber eine Veranstaltung in der Nähe haben, dann nimm auf jeden Fall diese Chance und diese Möglichkeit wahr und belebe diese Angelegenheiten direkt vor Ort. Es ist
nicht nur für dich eine spirituelle Bereicherung, sondern auch für die Organisatoren, dass sie sehen, dass auch wirklich Leute kommen und sie damit auch motiviert werden, diese Veranstaltung weiterhin auch zu machen. Und bedenke, dass diese Veranstaltung eine Veranstaltung zur Belebung der Angelegenheit Imam Husseins a.s. darstellt. Das heißt, so, dort sollst du dich natürlich auch dementsprechend verhalten. Verschwende kein Wasser, verschwende kein Plastik, denn du musst immer beachten, dass diese Veranstaltung für den Sohn von Fatimatu Zahra a.s. organisiert wird. Das heißt, es ist nicht fern, dass Fatimatu Zahra a.s. beobachtet und zu uns schaut und mit ihrer Seele in diesem Majalis anwesend ist. Und aus Respekt und Liebe zu Fatimatu Zahra a.s. sollten wir diese Majalis füllen und natürlich auch dementsprechend mit Respekt begegnen. Siebtens, rezitiere Ziyarat Ashura. Manche Gelehrte und gottesnahe Diener haben es sich zur Pflicht auferlegt, jeden Tag in ihrem Leben Ziyarat Ashura zu rezitieren. So wichtig ist diese reine Ziyara. Wir verlangen jetzt nicht, dass du dein gesamtes Leben Ziyarat Ashura jeden Tag rezitieren sollst, aber versuche wenigstens in den ersten 10 Tagen des Monats Muharram mindestens jeden Tag 1 bis 2 Mal Ziyarat Ashura zu rezitieren, wenn es geht natürlich dann noch öfter. Wenn du die Möglichkeit sogar hast, sogar den gesamten Monat Muharram, besser sogar bis zum 40. von Imam Hussein a.s., rezitiere so oft es geht Ziyarat Ashura, denn du weißt nicht, was für ein Riesenlohn und Segen in dieser reinen Ziyara steckt. Und wir haben auf YouTube diese Ziyara mit deutschem Untertitel, mit der Stimme von Ali Fani. Und wir haben auch eine kleine Interpretationsreihe zu diesem Thema mit 9 Teilen. Werden wir inshallah alles in der Videobeschreibung verlinken. Achtens, rezitiere Ziyara al-Nahiyah al-Muqaddasa. Dies ist eine weitere Ziyara für Imam Hussein a.s., die vielleicht im deutschen Raum nicht so bekannt ist, leider. Und al-Nahiyah al-Muqaddasa ist ein Name von den Namen von Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Und diese Ziyara wurde so benannt, weil sie ihm zugeschrieben wird, dass der Imam a.s. mit dieser Ziyara seinen Großvater am 10. Tag des Monats Muharram gegrüßt hat. Und diese Ziyara ist wirklich extrem emotional. Und wir werden sie inshallah, und daran arbeiten bereits einige Geschwister, wir werden diese Ziyara inshallah auch übersetzen und am 40. von Imam Hussein a.s. inshallah auch gemeinsam lesen. Das heißt, hier schon an dieser Stelle die erste kleine inoffizielle Ankündigung, dass wir am 40. Todestag von Imam Hussein a.s. diese Ziyara gemeinsam online rezitieren werden, so wie wir jetzt vor kurzem Ziyara al-Jami' al-Kabira gemeinsam rezitiert haben. Wer die Möglichkeit hat und der arabischen Sprache mächtig ist, soll sich diese Ziyara auch mal in Ruhe anschauen. Wer die arabische Sprache nicht kann oder nicht beherrscht, für den übersetzen wir inshallah diese Ziyara und diese wird inshallah auch bald zur Verfügung stehen. Und ihr werdet sehen, es ist eine extrem gesegnete Ziyara, die wir inshallah auf keinen Fall vernachlässigen dürfen. Neuntens, erneuere deinen Bund mit dem heiligen Koran. Zwischen dem Monat Ramadan und Muharram liegen 3 Monate, nämlich Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja. Und hier ist es Zeit, ein Feedback zu ziehen. Konnte ich meine Beziehung zum Heiligen Koran aufrechterhalten, die ich mir im Monat Ramadan aufgebaut habe? Konnte ich diesen Vorsatz, den ich dort aufgenommen habe, dass ich mich mehr mit dem Koran auseinandersetze und eine stärkere Beziehung zum Koran habe, konnte ich dies wirklich aufrechterhalten? 3 Monate später sollten wir ein Feedback ziehen und schauen, wie unsere Verbindung zum Heiligen Koran ist. Ist es noch so wie im vergangenen Ramadan oder haben wir nachgelassen? Wenn es genauso ist oder besser wurde, dann frohe Botschaft dir und weiter so. Wenn es aber nachgelassen hat, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt, diesen Kurs wieder zu korrigieren und unsere Beziehung und Bindung zum Heiligen Koran wieder aufzunehmen. Denn bedenke, dass Imam Hussein a.s. in der letzten Nacht um Aufschub gewährt hat, damit er im Gottesdienst steht, damit er im Gebet steht und damit er den Koran rezitieren kann. Und er selber sagte es bei Allah, ich liebe das Gebet und die Rezitation des Heiligen Korans. Das heißt, wenn du ein wahrer Husseini sein möchtest, so musst du eine starke Beziehung zum Heiligen Koran haben. Und der Heilige Koran muss ein ständiger Gefährte sein. Daher ist es Zeit, Feedback zu ziehen und den Kurs wieder zu korrigieren, sollte man von seinem Weg abgekommen sein. Zehntens, nicht mehr Schein als Sein. Speziell zum Monat Muharram oder aber auch zum Monat Ramadan sieht man, wie viele WhatsApp-Status sich ändern und Bilder von Muharram gepostet werden, laut Miyad gepostet werden auf Facebook, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Alles ist voll von Bildern von Muharram und laut Miyad und ähnliche Sachen. Und das ist an sich etwas Gutes und das soll auch so sein. Und wir müssen das Internet mit der Angelegenheit Imam Husseins, mit Bildern, Hadithe und so weiter füllen. Das ist an sich etwas Gutes, aber die Gefahr besteht darin, dass wir uns in diesen Sachen verlieren und unsere einzigen Gedanken nur noch darauf beschränkt sind, was wir denn als nächstes posten. Das heißt, in dieser Hinsicht müssen wir auf uns aufpassen, dass wir
uns nicht dahingehend verlieren, dass wir uns nur noch darauf beschränken, wo wir was posten und welche Bilder wir von wo nehmen können und auf welcher Plattform wir was posten können und wie viele Likes wir dort generieren. Die Angelegenheit Imam Husseins a.s. ist in erster Linie für unser Herz, für das Beleben unseres Herzens wichtig. Und dementsprechend müssen wir auf uns in erster Linie aufpassen, dass wir innerlich Husseiniten sind, bevor wir diesen husseinitischen Status nach außen hin tragen wollen. Deshalb, ja, macht eure Statusse gerne voll mit den Angelegenheiten von Imam Hussein a.s., aber verliert euch nicht darin, sondern geht auf den Kern dieser Botschaft von Imam Hussein ein und belebt eure Herzen durch diese Angelegenheit, für die Imam Hussein a.s. sein Blut geopfert hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns eine segensreiche Zeit schenkt, inshallah, dass er uns im Diesseits die Ziyara von Imam Hussein gewährt und im Jenseits, inshallah, seine Fürsprache. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala Aulad al-Hussein wa ala Ashab al-Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-Hussein وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.